heute verbauen wir mal wieder ein Plasterparts Tuning Kit und zwar für die Alpha Trooper. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das nachher gezeigte Tuning Set für die Nerf Alpha Trooper könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Kostet rund 23 Euro. Wer es sich nochmal anschauen möchte, der Link dazu steht im Text unter dem Video. Ja, als erstes müssen wir Schrauben lösen. Beim Pumpgriff die Schrauben lösen. Dann könnt ihr das Ganze voneinander trennen und abnehmen. Hier hinten auch zwei Schrauben lösen, das saß ja eben da so drauf. Und dann 1 Million Schrauben rundherum hier am Plaster. Dann könnt ihr den nämlich auch hier voneinander trennen. So, als erstes tauschen wir den Spannbügel, das ist der verstärkte, der ist hier. Dazu muss man hier eine Schraube lösen, das heißt, das Teil muss nicht ganz raus, aber so ein bisschen schräg nachher stehen. So, wir entfernen hier als erstes mal die Feder. So, hier sitzt die Catch-Feder, die wird nachher auch ausgetauscht, wurde ja eine verstärkte mitgeliefert, oder eine stärkere. So, das hier lässt sich ganz einfach rausmachen. Zack. Jetzt kann man hier so ein bisschen, ihr seht, das Ganze nach hinten machen. Seht ihr? Jetzt kommt man hier noch nicht dran. Seht ihr, ich kann es versuchen hochzudrücken, aber geht noch nicht. Das heißt, die Dorne sind hier drin, das muss man so ein bisschen anheben. Und dann kann man das hier rausmachen. Seht ihr? Zack. Gut, die Feder ist gerade rausgesprungen, das macht nichts, die machen wir nachher wieder rein. Und jetzt kann man das ein bisschen schräger anheben. Da muss ich mal gerade drehen. Und hier, oh, seht ihr jetzt schon, da ist die Schraube. Die kann man jetzt lösen. So rausgefallen. Zack, wo ist die stärkere? Die haben wir hier. Und das setzen wir jetzt nämlich hier ein. Oh. Ja, ist ein bisschen. Also manchmal kann man es ganz rausbauen. Ich habe da jetzt aber keine Lust zu. Das wird jetzt hier reingesetzt. Und dann wieder mit der Schraube verschraubt. Der verstärkte Spannbügel ist eingebaut. So, jetzt nehmen wir uns den Zylinder. So, schaut mal hier. Wo ist denn hier mehr Licht? So, zack. Hier haben wir so eine kleine, ich sag mal, Führungsschiene. Dieser Bereich. Der Dorn zeigt nach unten. Also hier der Dorn. Und so setzt man dann den Zylinder rein. Also hier in diese Führungsschiene. So, das mache ich jetzt mal. Zack. So, hier noch darauf achten, wenn ihr das einsetzt. Der kleine Haken, der ist hier dazwischen. Der ist hier dran. Das Ganze ist ja hier so ein bisschen beweglich. So, jetzt nehmen wir uns die verstärkte Catch-Feder. Haben wir ja hier. Und die setzt man jetzt wieder ein. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann es nur so einbauen, weil die Feder immer nach oben zeigen muss und andersrum geht es nicht. So, zack, schon drin. Jetzt holt man sich hier wieder die Feder und die drückt man dann mit einem Schraubendreher da so ein bisschen rein, dass die nachher auch gerade drin sitzt. So, ich zeige es nochmal. So, jetzt sitzt die gerade drin. So, zack. So, jetzt holen wir uns noch Tuningfeder, wäre die hier. Das ist ja die normale. Die drehen wir jetzt hier rein. Zack, jetzt haben wir die auch eingebaut. Gut. So, hier ist auch alles wieder richtig drin. Da müsst ihr auch noch drauf achten.
Seht ihr, das schließt hier schön mit ab. Und dann kommen noch die anderen beiden Teile. Hier ist auch wieder so eine Spalte, sage ich mal. Und das setzt man jetzt genau hier rein. So, jetzt muss ich das Ganze wieder ein bisschen drehen. Zack. Und das ist jetzt hier, seht ihr, da so reingesetzt worden. So, letzte Teil. Das setzen wir jetzt auch noch hier rein. Das ist nämlich dann, zack, so. Hier davor. Genau, so schaut es dann aus. Ja, das Teilchen geht auch mal gerne raus. Dran denken, wenn er den Plaster jetzt wieder zusammenbaut, dass er das wieder einsetzt. Jetzt nehmen wir uns wieder die andere Hälfte, setzen die dann genau da drauf. Manchmal ein bisschen runterdrücken, dass das hier funktioniert. So. Und dann werden jetzt auf jeden Fall mal die Schrauben hier verschraubt, naja, den Griff dran zu machen und dann nochmal hier 1, 2, 3, 4, um dann erstmal auszuprobieren, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Weil sonst habt ihr nämlich alle Schrauben, ist mir schon passiert, reingeschraubt, das sind ja einige, und es funktioniert nicht und ihr könnt die ganzen Schrauben wieder lösen. Ja, jetzt kommt noch das Griffstück dran, es ist auch super simpel einfach. Zack, dann den Gegenpart genommen, draufgesetzt, zusammengedrückt und das Ganze dann wieder verschraubt. Ja, hier haben wir noch die Guiding Shell. Ja? Nee, ich nehme gerade ein Video auf. Hier haben wir noch die Guiding Shell. Die ist ja dafür da, dass die die Führung nachher gerade ist, nicht so ein bisschen schräg wegen der stärkeren Feder, die kommt ja nachher hier so drauf und dann geht das ganz gerade hier rein. So, man kann es eigentlich nur richtig rum reinmachen, wenn das so reinsteckt, dann merkt er schon so einen leichten Widerstand. Dann drehen wir das einmal und das geht dann locker flockig und das setzen wir dann hier wieder so drauf und verschrauben das Ganze. So, Reichweitenvergleich. Der Schirm ist bei 15 Meter, links Plönchen 20, rechts 25. So weit kommt er mit der normalen eh nicht. Ich habe hier eben schon das Video gemacht, wo ich die normale Version vorstelle. Also hier ist die normale und das ist die mit der stärker verbauten Feder. Und wir nehmen als erstes mal Nerf Darts und schießen die mal gerade. Ja, vorne ist ein Gulli, der ist bei 10 Meter da. Habt ihr gesehen, gerade gehalten, kommt er vielleicht so 9 bis 10 Meter weit. Jetzt halten wir das Ganze mal ein bisschen schräger. Das ist, ja, der ging komischerweise weit. Sehr seltsam. Gerade der Schreck gehalten ging bis 10 und der ging es auch mal bis 15. Da seht ihr mal, die Darts fliegen eigentlich so, wie sie Bock haben. Ja, das war auch so locker 15 Meter und der ist wieder bei 10 Meter abgekackt. So. Jetzt nehmen wir die mit der stärker verbauten Feder. Gut, das war jetzt nicht so toll. Oh, ja, der war richtig geil. Der war nämlich bis 20 Meter. Also habt ihr schon mal gesehen, 10 Meter Verdopplung der Reichweite. Jo, das waren auch mal so locker 17 gewesen. Und der war knapp vor die 15. Also ihr seht auch wieder, die fliegen, wie sie Bock haben. Und jetzt halten wir das Ganze mal ein bisschen schräger. Jo, das sind über 25. Puh. Alter, das war glaube ich fast ein 30er. Und weg mit dir. Und einen Ball haben wir noch hinterher. Und jetzt gucken wir mal. Also ihr habt eben gesehen, mit der normalen schafft er so 10 Meter vielleicht, wenn sie mal gut drauf ist, vielleicht mal 15 gerade gehalten. Und schräg war auch nicht so die Welt. Wir gehen direkt mal hier rüber. Hier seht ihr schon, hier ist der 20er Bereich. Und da sind jetzt die Darts, haben sich so ein bisschen getummelt. Hier haben wir einen, der ist bei 23 Meter. Oh, und die anderen, die letzten, die ich schräg geballert habe, also die sind schon richtig weit geflogen. Hier seht ihr nämlich 30 Meter, da ist einer und da ist die 29 Meter, tummelt sich einer hier bei so 28,50 und dann nochmal 27,50. Also ihr seht schon, da ist schon eine richtig fette, ja, Verdopplung, fast schon Verdreifachung
der Treifung nicht. Aber Verdopplung der Reichweite möglich mit der steckerverbauten Feder. Jetzt nehmen wir noch China-Darts. So, das Ganze nochmal mit China-Darts ausprobiert. 10 Meter, 9 Meter, 10 Meter schräger gehalten. Ach ja, so knapp vor die 15. Genau auf die 15. Und hier haben wir noch einen. Ja, ein bisschen über die 15 drüber. So, jetzt nehmen wir wieder die gepimpte. Oha, das waren so, ach Gott, der ist bis durchgerollt. Ungefähr 17 Meter. Oh, knapp 15. Boah, und der war 20. Das halten wir das Ganze mal schräg. Boah. Oh, das war hinter die 30. Also das ist schon geil, wenn ihr die schräg haltet, dann hat die richtig, boah, Wumms. So, das waren auch so um die 30. Ich gehe gerade nochmal vor euch gucken, dann seht ihr das besser. Also gerade gehalten, ich sag ja, die Darts fliegen immer so, wie sie Bock haben. Mal kürzer, mal ein bisschen länger. Macht das Spiel auch interessanter. Da gucke ich jetzt gar nicht, weil wenn ihr immer treffen würdet, wäre es ja langweilig. So, hier ist hier die 25 Meter. Da. Und jetzt seht ihr hier schon, bei 26 ist ein Dart aufgekommen. Ja, und dann haben wir hier, wie gesagt, 30 Meter. Und da seht ihr dann, da ist dann nochmal hier ein Dart. Also Reichweite ist schon ordentlich. Ja, jetzt habe ich euch mal den Vergleich gezeigt. Mit einer Alpha Trooper Originalversion und dann mit dem verbauten Kit. Also ich muss sagen, das verbaute Kit, das bringt schon richtig was in Bezug auf die Reichweitensteigerung. Hat mir gefallen. Der Einbau ist auch nicht so schwer. Ihr habt es ja gesehen im Video. Ich musste natürlich vorher mal ein bisschen ausprobieren. Aber im Endeffekt, wenn das genauso macht, sollte es funktionieren. Jo, das war dann wieder der Testmittel von YouTube. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.